Hallo liebe Formel 1-Fans, ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge Formel Schmidt. Michael ist an meiner Seite, wie immer. Diesmal dreht sich alles ums Rennen in Singapur. Und na klar, Michael, wir müssen über den Start reden. Hat es sofort gekracht, es war das erste Mal, dass in Singapur geregnet hat. Feuchter Strecke der Start. Wie hast du das Ganze gesehen? Ja, ich glaube, das ist wirklich das Kernthema von Singapur. Der Rest des Rennens hat weniger interessiert. Es ist unglaublich schwer, das zu beurteilen. Wir haben ja auch selber jetzt noch heute noch in der Redaktion noch mal alles vorwärts, rückwärts laufen lassen, weil beim ersten Mal hat man einen ganz anderen Eindruck als beim dritten oder vierten Mal. Auch Charlie Whiting hat mir gleich nach dem Rennen gesagt, beim ersten Mal war für ihn Kimi Räikkönen der Täter. Als er das zweite Mal angeschaut hat, war es Verstappen und zum Schluss, also beim sechsten Mal hat er gesagt, er hat sich sechsmal angeschaut, war es dann Vettel und dann nach dem Gespräch mit anderen Leuten war es ein ganz normaler Rennunfall und so ist es ja auch ausgegangen. Und ich würde sagen, das war es im Endeffekt. Ich meine, ich weiß nicht, bei mir war der erste Reflex Verstappen. Was war dein erster Reflex? Also ohne jetzt irgendwie genauer was zu sehen. Ging mir genauso. Also, ich habe auch gesagt, Verstappen lenkt eigentlich Richtung Räikkönen, aber es war ja auch während dem Rennen so, dass immer wieder im Pressezentrum eingespielt wurde, neue Wiederholungen und dann hat man schon gesehen, na, dass der Verstappen wahrscheinlich derjenige war, der am wenigsten dafür konnte aus der ganzen Situation. Ihn hat es ihm praktisch erwischt, er kam in die Ferrari-Falle rein, ist nicht mehr rausgekommen. Wir haben es ja selbst heute Morgen auf dem Handy in der Bahn angeschaut, also sehr kompliziert. Ich würde jetzt auch sagen, es ist eine Verkettung unglücklicher Umstände, ein Rennunfall, wie er eben passieren kann. Trotzdem würde ich es gerne nochmal mit dir ein bisschen beleuchten. Hat der Vettel in dem Moment falsch reagiert, dass er wirklich versucht hat, die Linie zuzumachen vom Verstappen? Nein, ich glaube, Vettel hatte schon das Recht, sich zu verteidigen. Ich meine, wenn er vorne liegt als Pole-Position-Mann, er hatte sicher einen schlechten Start, aber er hat das Recht, da die Spur zu wechseln. Das machen alle, die schlecht wegkommen, wenn sie an der Spitze liegen. Das ist nichts Neues, hat Hamilton neuer. Wir haben uns das auch nochmal angeschaut, jetzt bei 5 Starts so gemacht. Er kann nicht wissen, dass Räikkönen ganz links kommt. Er muss es auch nicht wissen. Er muss es nicht ahnen, weil wenn er davon ausgeht, dass noch weiter links oder noch weiter rechts ein anderes Auto ist, dann müsste er immer geradeaus beim Start losfahren. Also man kann da nicht alles einrechnen. Und wie gesagt, dass dann die beiden Verstappen und Räikkönen zusammenstoßen, das war sein Pech. Da war halt zur falschen Zeit am falschen Ort. Er ist ja nie von Verstappen angestoßen worden, sondern nur von seinem Teamkollegen, der erst mit Verstappen kollidiert ist und dann in den Vettel reingeschoben wurde. Also insofern, glaube ich, darf man ihm da auch keine Schuld geben. Man kann auch nicht sagen, er ist zu viel Risiko gegangen, weil der Verstappen hätte ihm den Reifen aufschlitzen können. Er hat ihn nicht mal berührt. Also insofern, ich glaube, es war schon sein gutes Recht, sich zu verteidigen. Verstappen wollte sich auch verteidigen. Verstappen ist nach links gezogen, bevor Vettel nach links zieht, weil er gemerkt hat, da kommt weiter links noch einer. Ich bin bei dir, weil du sagst, ja, der Vettel kann sich verteidigen, er muss sich auch verteidigen. Ich sehe es aber dann ein bisschen anders, weil aus meiner Sicht muss der Vettel sehen, dass er die Position gegen den Verstappen verliert auf den ersten 300 Metern. Der Verstappen war mit seiner Nase, mit seinem Frontflügel schon auf dem Hinterreifen. Dann hätte ich an Vettels Stelle, klingt blöd, bin noch nie in Rennwagen gefahren, wieder nach rechts gezogen, hätte geschaut, dass ich mich außen eher sortiere, um es dann vielleicht nochmal in Kurve 1 zu probieren oder mich zumindest in den Verstappen einzuordnen. Kimi Räikkönen sollte man natürlich auch ansprechen. Man sieht, er kommt mit einem Raketenstart links vorbei am Verstappen, lenkt dann leicht nach rechts, weil er meint, dass er schon am Verstappen vorbei ist, oder wie siehst du das? Ja, absolut. Weil, wie gesagt, es berührt ja das rechte Hinterrad des Ferrari vom Kimi, berührt das linke Vorderrad des Red Bull. Also der war wahrscheinlich schon der Meinung, ich bin da schon vorbei. Man könnte jetzt sagen, auch bei Räikkönen, warum ist er nicht dort geblieben, wo er war? Oder geht noch ein Stück weiter nach links? Es war noch ein halber Meter bis zur weißen Linie. Es war noch 1,5 Meter bis zur Boxenmauer. Dass er nicht an die Boxenmauer ranfahren will, ist verständlich. Denn zwischen der weißen Linie und der Boxenmauer ist eine gelb schraffierte oder gelb lackierte Fläche. Und da verliert er natürlich sofort wieder Drehmoment, Grip. Das ist logisch. Wenn ich so einen guten Start habe, will ich den auch durchziehen. Aber wie gesagt, bei Kimi muss man sich die Frage stellen, wahrscheinlich war er zu optimistisch, hat gedacht, ich bin an dem schon vorbei. Und er will natürlich dann auch mal wieder nach rechts kommen, damit er die Kurve gut anfangen kann. Aber ich habe nach dem Rennen mit Verstappen geredet, er sagt, also wenn jetzt gar nichts passiert wäre, wenn wir alle drei so durchgekommen wären, wäre die Reihenfolge in der ersten Kurve gewesen, Räikkönen, Verstappen, Vettel. Wobei man natürlich dann auf der anderen Seite sagen muss, der Alonso ist auf der rechten Seite durchgestochen, ist auch neben die Fahrbahnmarkierung gegangen und ist trotzdem an allen vorbeigeschossen. Das hätte ja der Kimi im Prinzip auch machen können, nochmal auszuweichen, um eben das Startgetümmel zu vermeiden. Denn Alonso hat es jetzt ganz unglücklich erwischt.
Der konnte überhaupt nichts dafür. Ja, er konnte nichts dafür, sagen wir so. Wenn man sich jetzt nochmal seine Bordkamera anschaut, hat man so im letzten Augenblick dann doch das Gefühl, er sieht, dass die beiden da irgendwie weiter rutschen im Funkenregen. Die Frage ist, wenn er noch weiter nach außen ausgewichen wäre, hätte es ihn wahrscheinlich auch erwischt, weil die zwei sind einfach immer geradeaus weitergerutscht. Die konnten ja nichts mehr kontrollieren, Verstappen und Räikkönen. Also für ihn war es blöd, er war zur falschen Zeit am falschen Ort. Hamilton hatte das Glück, er war vor ihm und kam dann auch ungeschoren durch. Auch ihn hätte es erwischen können. Ja, und Ricciardo und Bottas, die beide einen schlechten Start hatten, die sich's von hinten anschauen konnten und den Autos ausweichen bzw. abbremsen konnten. Danach war es für den Hamilton eigentlich wie gemacht, das Rennen zu gewinnen. War es eine perfekte Fahrt von ihm? Ja, es war eine perfekte Fahrt unter den Umständen. Wir wissen natürlich nicht, wie er sich da gegen die beiden Ferrari und Verstappen geschlagen hätte. Er wäre ja, sagen wir mal, wenn alles gut gegangen wäre, wahrscheinlich wäre er Vierter in der ersten Kurve gewesen. Da kommt er natürlich in der Gischt, im Regen kaum vorbei. Vielleicht mit Glück in der ersten Runde an einem und dann bleibt er hängen. Und ich glaube nicht, dass er dann noch viel mit Strategie hätte machen können, weil dazu waren die anderen wahrscheinlich auf trockener Piste, wäre Ferrari schneller gewesen. Red Bull. Das ist oft so, da hat man am Freitag das Gefühl, die können da mitgeigen am Sonntag, weil die Longruns sehr gut sind. Aber bei Red Bull ist das alte Thema. Sie sagen, ab Samstag drehen die anderen ihre Motorleistung auf, nicht nur fürs Qualifying, auch fürs Rennen. Die fahren einfach in einem anderen Modus, auch im Rennen oder im höheren Modus die meiste Zeit. Und da hat man dann weniger zu bestellen. Bei Ricciardo kam ja noch dieses Getriebeproblem dazu, wobei Rob Marshall, der Chefdesigner, zu mir gesagt hat, das hat nicht die Niederlage ausgemacht. Das waren vielleicht 2 Zehntel pro Runde. Wir hätten auch so keine Chance gegen Hamilton gehabt. Aber ich glaube, was ganz verwunderlich war, ich glaube auch für uns alle, wir haben ja von Mercedes nichts erwartet. Die waren auf ihrem Level eine Katastrophe, Freitag wie Samstag. Die Fahrer haben gesagt, wir fahren hier 2 Autos, vorne ein anderes als hinten. Wir können wählen zwischen Unter- und Übersteuern oder Kurveneingang oder Kurvenausgang. Und am Sonntag ist das Ding wie verwandelt. Ja, die Ingenieure sagen, es könnte an der grünen Strecke gelegen haben, weil eben der Regen den Grip wegspülte. Siehst du das auch so? Könnte sein, weil wir wissen, also wenn man sich die ersten Trainings am Freitag anschaut, man müsste mal eine Statistik machen. Ich glaube, in 90% aller Fälle liegt da Mercedes vorne. Also da ist ja die Strecke immer grün. Das ist Mercedes-Land. Warum auch immer, das weiß keiner, ja? Weil der Ferrari hat ja genug Abtrieb. Er müsste eigentlich auf einer grünen Strecke zurechtkommen. Aber ich glaube, der Mercedes lässt die Reifen schon sehr, sehr gut arbeiten, was vielleicht dann vom Reifen her mehr Grip gibt. Bei Mercedes war das Hauptproblem am Samstag auch vor allem dann, dass die Hinterreifen überhitzt haben. Das heißt also, dass sie zu stark belastet waren. Ja, und dann hat man versucht, quasi die Vorderachse schlechter zu machen, damit man die Hinterachse ausbalancieren kann. Also man wollte das Auto absichtlich schlechter machen, damit es wenigstens in Balance ist und den Fahrern ein bisschen Gefühl und Vertrauen gibt. Und da hat er gehofft, dass man über das Vertrauen die Rundenzeit wieder zurückgewinnt, die man freiwillig abgibt. In einem normalen Rennen hätte Mercedes keine Chance gehabt, da müssen wir ehrlich sein. Also da hätte der Vettel gewonnen, sagen wir mal, wenn es trocken geblieben wäre. Oder einer der Red Bull und für Hamilton wäre maximal vielleicht Platz 3, vielleicht Platz 4 möglich gewesen. Genau. So war es jetzt ein Geschenk für ihn. 25 Punkte, Vettel 0. Niki Lauda spricht von einer kleinen Vorentscheidung. Siehst du es auch so in der WM? Ja, muss man so sehen, weil, wie gesagt, es sind noch 6 Rennen. Vettel braucht jetzt eigentlich einen Ausfall von Hamilton, um dann mal wieder in die Gegend zu kommen. Im Moment ist der Mercedes kugelsicher, so wie es aussieht. Eine Sache muss man sicher ansprechen. Mercedes hat ja für Singapur, weil das eine Rennstrecke ist, wo die Motorleistung mit die geringste Rolle spielt, zum letzten Mal den Dreiermotor ausgepackt fürs Rennen. Also den dritten in von diesen Vieren, also auf den stärkeren jetzt, der in Spa debütiert hat, verzichtet. Ab jetzt kommt nur noch der Vierermotor zum Einsatz. Der ist schon in Spa und in Monza angetreten. Das heißt, er muss jetzt noch 6 Rennen machen, insgesamt 8. Das ist die längste Distanz überhaupt von allen. Natürlich wird am Freitag immer wieder der Dreier dann verwendet, ist klar. Aber trotzdem, das ist schon eine Menge Holz. Auf der anderen Seite, Ferrari hat ja auch noch ein bisschen eine Zitterpartie in diesem ganzen Motorenkontingent. Die fahren schon seit Barcelona mit 2 Turboladern rum. Also irgendwann ist da vielleicht auch mal Schluss. Also ich glaube, Mercedes wird noch eine Startplatzstrafe kassieren. Würde mich schwer wundern, wenn sie das durchhalten. Ich glaube, ein ganz wichtiges Rennen wird für Ferrari schon Malaysia sein. Da wird es wahrscheinlich sehr heiß sein oder es wird heiß sein. Ja. Vielleicht könnte es wieder regnen. Angenommen, eine trockene Strecke. Siehst du Ferrari damit Vorteilen oder ist es doch eher Mercedes-Land? Ja, Mercedes sagt jetzt, die nächsten 2 Rennstrecken sind eigentlich ganz gut für sie, weil sind natürlich Power-Rennstrecken. Malaysia mehr als Suzuka. Auf der anderen Seite, du hast es angesprochen, die Hitze. Das könnte Mercedes wieder in Reifenprobleme treiben. Ja, und da wird es heiß werden. Es ist kein Nachtrennen. Also da fährt man die ganze Zeit am Nachmittag.
Das ist vielleicht Ferraris Joker, ja, dass Mercedes wieder in diese Probleme kommt des Überhitzens der Reifen. Auf eine Runde werden sie wahrscheinlich gut sein. Also das heißt, unter Umständen steht ein Mercedes in der ersten Startreihe mit Hamilton. Aber vielleicht kann Ferrari dann im Rennen eben über den besseren Reifenverschleiß, die geringere Reifenabnutzung, dann das wettmachen. Gibt es für Mercedes noch echte Zitterstrecken jetzt von den verbleibenden sechs? Ja, das Komische ist, die Ingenieure haben ja erzählt, die letzten drei. Also sie haben Angst vor Mexiko, vor Interlagos und vor Abu Dhabi. Das sind Strecken, wo man mit maximalem Abtrieb fährt. Mexiko verwundert etwas, ja, weil es eigentlich eher aussieht, als wäre es eine Motorenstrecke mit dieser ewig langen Gerade. Aber Mexiko, dünne Luft. Man muss wirklich alles draufpacken, was man hat, dass man dann quasi Monza-Bedingungen vorfindet. Und Red Bull könnte Zünglein an der Waage sein? Könnte hin und wieder, ja. Also wie gesagt, wir müssen jetzt mal schauen. Red Bull hat sich ganz klar verbessert. Die haben seit Spa also wirklich das Auto mit Upgrades zugegleistert. Jetzt kommt jetzt jedes Rennen irgendwas und es hat sich ausgezahlt. Sie waren in Monza stark, sie waren in Singapur auf eine Runde super stark. Auch im Long Run am Freitag, wie gesagt, dann kam der Sonntag wieder dazwischen. Wir müssen jetzt mal schauen. Es war ein bisschen ein blödes Rennen, um ein Urteil zu treffen, weil es eben halb nass, halb trocken war. Wie sich das jetzt in Malaysia auswirkt, ob sie die Trainingsleistung dann auch im Rennen auf die Straße kriegen. Aber ich nehme an, sie sind jetzt im Aufwind. Es könnte schon hin und wieder, wenn der eine mal eine Schwäche hat oder der andere, könnten die sich dazwischen schieben. Und dann könnte der Abstand entweder größer oder kleiner werden, weil dann eben zwei Autos noch dazwischen liegen von den Punkten her und dann der eine entweder aufholen oder verlieren kann. Glaubst du dennoch, dass der Vettel einen Ausfall braucht von Mercedes, um das aufzuholen? Ich glaube schon, was Ausfall, zumindest mal sagen wir, er bräuchte ein Rennen, wo er gewinnt. Und der Hamilton maximal 5. oder 6. wird. Das wäre dann schon mal, da hat er dann mal 15, 18 Punkte hat er wieder aufgeholt. 10 Punkte, das geht, aber 28 ist schon eine Menge Holz. Liebe Leser, ich glaube, das war's für heute. Wir bedanken uns recht herzlich, dass Sie hoffentlich wieder zugeschaut haben und freuen uns dann beim nächsten Mal, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Vielen Dank. Ja, servus.